Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem Video, wo ich alle meine Lucky Shinies zeige. Ich habe die Woche eine Menge Lucky Tausche gemacht. Was habe ich da alles vertauscht? Shiny Latios, Shiny Shiggy. Oh, was hatte ich da nochmal? Ich kann mich nicht mal an alles mehr erinnern. Aber ich warte gerade auf den Kollegen Tony. Mit dem habe ich auch einen Glückstausch offen. Wir wissen noch nicht, was wir tauschen werden. Werdet ihr dann demnächst sehen. Aber dadurch, dass ich jetzt so viel getauscht habe, haben mich viele Leute gefragt, ja, wie sieht meine Sammlung eigentlich jetzt momentan aus? Ich habe auch viele Glückstausche noch offen. Reicht aber natürlich nicht ganz, um die Sammlung zu vollenden. Aber ich kann euch mal zeigen, wie weit ich bereits bin. Sammlung relativ neu, relativ vor kurzem erst gestartet. Gehen wir ein Schillernd und Glücks. Genau. 31 erst. Sortieren wir mal nach Pokédex oder nach Funddatum und dann rückwärts, genau, so. Angefangen hat alles mit 100% Shiny Kyogre Lucky. Grüße gehen raus an Onkel Olli aus Bremen oder Bremerhaven, wir haben uns in Bremen dann getroffen, besser gesagt. Und dann wollte der Kollege Jengis aus Frankfurt ein Shiny Macholo tauschen und ihr seht, 100er, dann 96er, dann hier 96, 98, 96, 96. Also lief eigentlich ganz gut, vor allem die IVs. Ich kann nicht klagen, aber jetzt gehen wir doch nach Nummer. Dann seht ihr hier so ungefähr, ich kann schon mal ein paar Sachen entwickeln, was ich so alles habe. Dieser Sam. Nee, den habe ich schon länger getauscht. Ist natürlich auch cool, finde ich. Jeder ist natürlich, muss getauscht sein. Dementsprechend auch Erinnerungsstücke an die Leute, die mir das alles getauscht haben. Bisher leider noch keinen ohne Glückstausch bekommen, also das sind alles Glückstausche. Kein Visa Floor, denn ich warte, vielleicht kommt noch eine Gelegenheit, irgendwann mal wieder den C-Day Move zu bekommen. Selbes gilt für den hier, habe ich gestern erst getauscht, check das Video ab. Grüße gehen raus an Robin. So. Boom. Auch den, wobei die Attacke ist jetzt nicht so besonders, aber auch da kann man erstmal warten, muss jetzt nicht direkt auf Turtok entwickelt werden. Dann haben wir Raupi. Stimmt, den habe ich auch letztens getauscht. Bizeps Hefner. Den können wir entwickeln. Zu Shiny Lucky Smetbow. Es fehlen mir, glaube ich, also ich habe hier eine Liste. Moment, wo ist mein anderes Handy? Es fehlen mir, glaube ich, noch so 103 oder sowas. So, entwickeln wir mal den zu Ende. Und zwar über die App Go Ranger. Ich habe ein Video dazu gemacht, könnt ihr gerne abchecken. Darüber kann man nämlich so Listen erstellen, was einem fehlt, zum Beispiel hier irgendwelche Checklisten. Lucky Shinies habe ich, also ich brauche nur eine Form. Es gibt ja Leute, die sammeln Raupi, Safcon und Smetbo. Ich brauche nur eins, die letzte Stufe einmal. So. Dementsprechend fehlen mir noch, wo ist das? 115. Klingt viel, ist auch viel, ja klar. 115. Ich habe wahrscheinlich so 20 Lucky Tausche noch im Repertoire. Habe gestern erst wieder einen dazu bekommen, also kann auf jeden Fall eine Weile dauern. Und es kommen ja immer neue Shinies dazu. Auch jetzt demnächst dann Gen 5 bereits neue Shinies. Visor und der andere da. Und Mewtwo Shiny, also es kommen immer welche dazu. Dementsprechend versuche ich da auch eigentlich. Nidoqueen. Mehr Münchner zu befreunden, mit denen ich dann lucky werden kann. Und da dann so viele zu haben, dass vielleicht jeden Tag, jeden zweiten Tag ein Lucky Tausch zustande kommen kann. Aber ja, das ist so meine Sammlung momentan, Leute. Also fehlen tut mir natürlich noch eine Menge. 31 Sets. Oh, wir haben leider kein Magnetmodul am Start. Das ist jetzt nicht so viel. Aber wir entwickeln mal ein paar durch. So, die Sammlung ein bisschen komplettieren. Boom, Galados, Shiny Lucky. Vom Kollegen Tommy. Boom. 98er von Mugat. Evolis weiß ich noch nicht, zu was ich entwickeln werde. 98er Shiny Arctos. Zapdos nicht so toll geworden, Lavados 93er solide. Dann haben wir hier noch Pichu zum Beispiel.
direkt dann zu Raichu. Reicht mir, also ich sammle da auch nicht alle Hutformen. Das ist mir dann doch ein zu großes Verfahren und interessiert mich jetzt nicht so. Mir reicht ein Standard Raichu, genau so heißt der. Und bam. Shiny Lucky Raichu. Ohne Hut und alles. Das war's auch mit dem Entwickeln, sonst habe ich glaube ich erstmal alle entwickelt. Geh mal die Liste gleich nochmal durch. Schnelle, kurze Zusammenfassung über Übergriff für euch. Nicht Übergriff. Überblick. Was für Übergriff? Überblick für euch. So. Boah, stehen geblieben. Wohin genau? Ist so. Baby, Raikou, Entei, Suicune fehlt mir noch. Müsste ich noch tauschen. Lugia müsste ich noch tauschen von den legendären. Suicune. Rayquaza hebe ich mir auf, weil Dimi, der hat so viel am Start. Rayquaza, Suicune, Lugia. Und das war's von den legendären, glaube ich. Und dann halt Shiny Mewtwo demnächst. Und da versuche ich jetzt momentan die Liste abzuarbeiten. Die C-Day-Pokémon sind eigentlich kein Problem, die will mir jeder angehen. Und dann bei den selteneren Sachen, da wird schon ein bisschen schwieriger. Da muss ich mal schauen, was ich da mir alles ergattern kann. Ich habe zum Glück auch ein paar Kollegen am Start, die sind bereit, ein paar richtig seltene, richtig klasse Sachen herzugeben. Ein Absol habe ich mir letztens ertauscht. Das ist schon eines der selteneren Sachen. Togekiss war auch nicht schlecht. 96er Altaria. 96er Cresselia. Schon nicht schlecht. Ansonsten, ja. Latios habe ich jetzt. Latios komplett neu. Groudon leider nicht so gut. Manmetal auch leider nicht so gut. Despotar. 96er ist okay. Also die Sammlung ist schon solide, finde ich. Da fehlt noch eine Menge. Das wird auch noch eine Weile dauern. Vor allem, wenn so viele Shinies die ganze Zeit neu rauskommen, aber... Irgendwann gibt es halt alle und dann habe ich irgendwann alles Shiny Lucky. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, wie gesagt, wird noch eine Weile dauern. Aber das war's erstmal von mir, Leute. Kleiner Überblick über meine Sammlung, weil ich habe letzte Zeit so viel getauscht und dann kamen so viele Fragen rein. Zeig mal deine Sammlung. Hier ist meine Sammlung, noch recht klein, aber ich habe noch viele Tausche offen. Werde ich auch demnächst noch alle abarbeiten und dann wird meine kleine Sammlung hoffentlich ein bisschen wachsen. Ich weiß gar nicht, was ihr unten in den Kommentaren schreiben könnt. Schreibt, was ihr wollt. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anamis ab, folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.